Wir kommen jetzt zu einem zentralen Wahlprogrammpunkt der Neustadt Piraten, nämlich autofreie Neustadt. Stellt euch vor, der Platz, der jetzt von Autos eingenommen wird, ob parkend oder fahrend, wäre für die Menschen, die hier wohnen und die Menschen, die die Neustadt besuchen, da. Man kann im Café sitzen, auf der Straße, der Gehweg ist frei. Man kann in Auslagen von Geschäften stöbern, der Gehweg ist frei. Man kann zum Beispiel am Martin-Luther-Platz, können Kinder spielen auf der Straße und es ist überhaupt gar keine Gefahr, dass sie überfahren werden, so wie es heute der Fall ist. Also, das ist unser Ziel, dass wir die Neustadt autofrei bekommen. Natürlich wird sowas nicht von heute auf morgen geschehen. Also muss man in verschiedenen Schritten das machen. Das erste ist, wir möchten die Durchfahrt der Autos in der Neustadt unterbinden. Man kann vielleicht noch rein und wieder rausfahren, aber man kann nicht durchfahren. Das wird schon einen Riesenschritt bringen, den Verkehr zu beruhigen. Dazu muss man gar nicht viel machen. Man müsste eigentlich nur zum Beispiel die Kreuzung Luisenstraße, Kamenzer Straße dicht machen. Man kann natürlich dann noch mit einem Feuerwehrauto oder mit einem Krankenwagen, vielleicht mit einem Taxi, wer weiß, aber nicht mehr mit einem Privatauto darüber fahren. Allerdings möchten wir nicht nur die Autos rausschmeißen, sondern der Platz, der dann entsteht, der muss auch genutzt werden. Wir brauchen also Alternativen, damit die Leute nicht nur sich selbst, sondern auch die Sachen, die sie einkaufen, zu sich nach Hause bringen und wie sie sich bewegen können. Da ist natürlich der eine ganz große Punkt, ist Fuß- und Radverkehr. Fuß- und Radverkehr muss gestärkt werden. Aber wir Neustadt-Piraten denken noch einen Schritt weiter. Wir wollen auch definitiv dieses Konzept der autofreien Neustadt mit einem Quartierbus verbinden. Das heißt, ein Quartierbus, der durch die Neustadt meandert und die Leute vielleicht zum Konsum oder wo auch immer hin, zum Laubenplatz fährt und dann auch wieder quasi vor ihrer Haustür. All das Ganze zusammen, dass wir also die Autos nach außen drängen und an das Leben reinholen, das ist die Vision der Neustadt-Piraten für die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Und wenn man sich einfach in der Welt umguckt, die Leute haben genug von den Autos und setzen auf Fahrrad, auf Fuß, auf öffentlichen Nahverkehr. Und das bringt einfach die Lebensqualität, die man dann auch braucht. Und das bringt vor allen Dingen auch einen wirtschaftlichen Faktor. Ja, wir Piraten denken nicht unbedingt in wirtschaftlichen Faktoren, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich das auch monetär lohnt, weil dann einfach mehr Geschäfte kommen, weil mehr Auswahl da ist, weil mehr Leben da ist. So, und eigentlich müssten alle politischen Kräfte dieses Ziel autofreie Neustadt mit glühendem Herzen müssten die das verfolgen. Bisher sind es außer einer Bürgerinitiative, die sich gegründet hat, und zarten Ansätzen in Jugendorganisationen eigentlich nur die Neustadt-Piraten. Wir hoffen, dass wir noch Mitstreiter finden und wir hoffen, dass wir halt in die Position kommen, dass wir die autofreie Neustadt bald umsetzen können.